Hallihallöchen Leute, willkommen zurück auf dem Testserver wieder mit Magpie und Minenhund. Hallihallo. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir setzen uns einfach mal als Platoon in einem Random-Gefecht rein und probieren mal ein bisschen Panzer aus. Hoffen mal, dass wir ein bisschen was hinbekommen. Ich habe mich hier für den T49 entschieden, weil ich will dann doch mal The Derp ausprobieren. Ja, Minenhund probiert gerade den E100 aus und Janji ist auch immer noch am Rumderpen. Ich merke gerade, ich habe vergessen, Farbe auf meinen Panzer drauf zu tun, was natürlich schon mal schlecht ist. Oh, naja. Und ja, die T49, ich behaupte, insgeheim haben sie den nicht als leichten Panzer, sondern als Arti-Panzer konzipiert, deswegen hat er so eine Kanone da drauf. Denn das ist halt absolut barbarisch. Ich habe jetzt gerade Heat geladen, 700 Schaden, 152 Durchschlag. Klar, ist jetzt kein besonders guter Durchschlag, aber wir verlieren auf Distanz keinen Durchschlag. Und wir sind schnell und wendig und können uns die entsprechenden Positionen bringen. Und das ist schon ziemlich eklig. Und es sind halt mal 700 Schaden, die man da machen kann. Oder man switcht halt auf HE, da habe ich die Premium-HE dabei. Nur 85 Durchschlag, aber dafür umso mehr Schaden und halt HE-Effekt. Und direkt offen, na super. Wette aber, das war nicht ich, der offen war, sondern nur noch ein provisorischer Schuss dahin. Denn ich habe kein Lämpchen gesehen. Und die Gegner zerstören sich schon mal selber. Ja, leider hat der E3 und seinen Minenhunter schon erwischt. Aber ja, die gegnerische Arti ist so typischer Testserver-Held. Du bist schon gebannt worden. Manchmal denke ich, diese Effekte nerven sowas von. Wenn du Auto oder so zerstörst, dann fängt das jetzt richtig an zu knallen. Übrigens, zur Erklärung für die meisten, ich plane die Achter hier erst einmal wie Mediums zu fahren, die Achter Scouts. Denn sie sind zwar offiziell Scouts, aber gerade auf dem Testserver fährt es sich halt nicht wirklich so. Kann man lieber versuchen, ein bisschen vorsichtiger von hinten zu arbeiten. Die Einzielzeit ist ja übel. Ah, tatsächlich abgeprallt. Aber wir bekommen ein Gefühl für die Gun. Ich muss sagen, sie ist lustig. Fällt mir. Jo. Könnte Spaß werden. Oh. Du hast dir da Freunde gesucht. Nein, ich hab vergessen, rückwärts zu fahren, wo der hier aufging. Stand nur im umgekippten Baum drinne. Und ja, ich finde es unheimlich gut, dass der Heat als Standardmunition hat. Denn damit kann ich hier tatsächlich Heat-Spam machen, ohne dadurch arm zu werden. Hab verschossen. Ja, ich auch. Wir sollten uns mal in die Mitte drehen, denn unser Team kriegt gerade auf den Möb. Was für ein Wunder. Also mal runterkommen. Ja, nee, hallo, die kommen nicht runter. Aber ich dürfte auch noch nicht offen sein. Jetzt bin ich offen. Fuck, und ich bin noch nicht ganz geladen. Ah, da erwischt es mich dann. Doch ein bisschen Pappe, der Panzer. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie viele tatsächliche Schüsse ich gleich getroffen habe. Ich habe im Endeffekt die Runde nur zugebracht zu snipern. Oh, oh. Rechts von dir kommen sie. Gerade tatsächlich mit HE bei dir versucht. Jetzt bin ich tot. Ja, das war natürlich ein bisschen mau, was Rammstein geht. Man muss halt dazu sagen, die Amerikaner von allen Scouts immer die am immobilsten sind. Mhm. Oder die am wenigsten Mobilität haben, um so auszudrücken. Und dafür aber halt auch ein bisschen schwerer und durchaus, wenn dann noch die in der Lage zu haben. Geht die Arti hinterm Haus und wartet wahrscheinlich, dass gleich jemand durchkommt. Oder drückt einfach ab. Würde nicht so viel bringen, das Haus ist zerstörbar. Es geht ja auch nur darum, dass sie sich reinstellt und den HE-Splash bekommt, damit sie tot ist. Das ist ja das, was Arti-Spieler machen, wenn sie dem Gegner den Kill nicht gönnen. Die Gegner bringen sich noch selber um. Ach, ist das schön. Die sollen gefälligst schneller gewinnen. Ich will noch eine zweite Runde T49 drehen. Ja,
Wenn er jetzt vernünftig unten geguckt hätte, hätte er, wäre ihm das nicht passiert. Naja. The Joy of Derp. Ich habe tatsächlich 4 der Schüsse getroffen. Interessant. Okay. 2 haben Schaden gemacht, einer hat nur die Kette beim E50 MR, denke ich mir, Kette oder ja. Das, also, habe ich gerade gesagt, 3 haben getroffen. Finde ich ein bisschen überraschend. Ich hätte ehrlich gesagt, 2 hätte ich wohl gerechnet. Und ich bin damit so offiziell sogar Team Bester. Wow, aber gut, das ist beim Test-Server irrelevant. 4 Schüsse, 3 Treffer. Einen kurzen Bug auf dem Test-Server finde ich, Jagdpanzer 100. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Ja, ich würde sagen, machen wir noch eine zweite Runde damit. Dann haben die Zuschauer ein bisschen was zum T49 zu sehen. Vielleicht kriegen wir eine Map, wo ich mich ein bisschen vorbewegen kann. Ja, die Jagdpanzer 100 hat 500 Damage gemacht, 1500 Block bei Armor, hat aber 1900 XP bekommen. Ich auch dachte, okay. Wenn es so einfach ist, an XP ranzukommen. Ah, er probiert den Deutschen aus. Ding ist ja lustig. Ja, ich muss sagen, ich habe es ja gerade auf Morowanka ausprobiert gehabt. Vom Fahrweise her echt nett. Was? Und sehr schussgenau. Highway, das ist schön. Der T54, der Scout wird als T54 Light Y abgekürzt. Das, den lässt auch wohl noch dran packen können. Ne? Das ist vernünftiger kurz Light Y. Was haben wir denn da für Bezeichnungen hinter unseren Namen? Das ist die russische Übersetzung von Ape. Ah, okay. Die machen da mal ganz komische, klaren Text raus. Ich werde übrigens raus aufs Feld fahren. Ich denke, ich hätte jetzt vermutet, ihr kommt da wohl mit. Ja, AB-Linie. Ich bin ja Med. Ja, vor allen Dingen kann ich dann ein bisschen die Gun auf nahe Distanz ausprobieren. Mal sehen, was man damit dann machen kann. Tatsächlich nur eine gegnerische Arti, das ist ganz angenehm. Ich dachte nur eins. STB-1 von der Seite und du freust dich. Ich lag prinzipiell erstmal Heat durch. Ich hab letztens ein STB-1 1000 Lebenspunkte geklaut und einen Schuss. Klar, die HE-Munition ist da böse. Vor allem die Premium-HE hat ja auch irgendwie, was war das? 5, was Splash-Radius? 5,11. Glaube ich, ja. Ja, irgendwie sowas ist es halt. Luxus pur. Leider steht's hier nicht mit dran in Game, aber. Also, ganz ehrlich, das Ding hier ist halt halt wenig Scout-Panzer und viel mehr Assassinen-Panzer, wie die Franzosen eher. Auch wenn er lange lädt, aber er ist halt dann eher gut darin, einzelne krasse Schüsse auszuhauen. Nicht unbedingt der Kandidat dafür, viel aufzudenken. Ja, ich auch. Ich glaube, wir haben Freunde gefunden. Ich bin dann schon mal im Reload, den Schuss hätte ich mir eigentlich sparen können. Jetzt schalte glatt schnell nach. Da ist tatsächlich was mit Heat bei mir abgeprallt. Ja, aber dann nicht. Verdammt, das war jetzt nicht so berauschend. Also ich muss sagen, T49 interessant. Ich befürchte aber, es wird echt anstrengend, sich an den zu gewöhnen. Ich meine, ihr habt jetzt hier 2 Runden gesehen, in denen ich den fahre. Und es war mehr oder weniger ungeschickt. Also, er ist lustig. Es ist ein purer Spaßpanzer, aber ich glaube, es wird echt schwer, den vernünftig zu fahren. Beziehungsweise echt gewöhnungsbedürftig. Da werden mehr als 50 Matches für notwendig sein. Aber ich bedanke mich dann erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Gelegenheit wieder. Dann, Leute, macht's gut. Bye, bye. Ciao.